Wir haben schon über den europäischen Automarkt gesprochen. Ich begrüße jetzt Professor Dr. Ferdinand Dudenhöfer von der Universität Duisburg-Essen. Schönen guten Tag, Herr Professor Dudenhöfer. Ein dramatischer Rückgang also auf dem Automarkt, ein Rekordtief sogar im Januar, was die Zulassungen in Europa betrifft. Sind die fetten Jahre vorbei in der Autobranche? Wir wussten alle, dass das Jahr 2013 ein sehr schweres Jahr in Europa wird. Also die fetten Jahre, die beziehen sich, das Vorbeisein der fetten Jahre nur auf Europa. Wir haben die größte Krise im europäischen Automarkt durch die Euro-Schuldenkrise immer noch verursacht. Alles, was immer gesagt wird, diese Schuldenkrise wäre vorbei und wir würden wieder in die Erholung gehen, ist falsch. In den nächsten Monaten bleibt es in Europa sehr, sehr schwer. Europa hat sich vom Rest der Welt im Automobilgeschäft ganz klar abgekoppelt. Das heißt, auf anderen Kontinenten sind die Aussichten besser für die Zukunft? In Amerika läuft es gut, in China läuft es gut, in Südamerika läuft es einigermaßen. Europa ist ganz dick in der Rezession und in Europa kämpfen einige Autobauer ums Überleben. Das haben ja auch die Geschäftszahlen vom letzten Jahr von General Motors in Europa, von Ford, von Peugeot Citroën gezeigt. Gerade bei Peugeot haben wir ja einen 5 Milliarden Minus gesehen im letzten Jahr. Was heißt, wir werden also eine Bereinigung des Marktes sehen in der nächsten Zeit? Vielleicht auch einige Fusionen? Es sind Kooperationen im Gange. PSA will ja mit General Motors und mit Opel zusammenarbeiten. Bei kleineren Fahrzeugen, bei den Vans, das wird sicherlich eine wichtige Sache sein für die Zukunft. Bei PSA ist durch den großen Verlust natürlich die Eigenkapitaldecke sehr stark geschrumpft. Man hat noch Eigenkapitalanteile von etwa 16%, was sehr, sehr wenig ist. Deshalb muss man auch mit schlechteren Ratings rechnen. Das ist schon im Gange. PSA stützt sich derzeit durch Staatsbürgschaften, um diese hohen Zinsen nicht durchschlagen zu lassen, weiter auf die Geschäftsergebnisse. Also die nächsten Monate und auch die nächsten 2, 3 Jahre in Europa werden sehr, sehr schwierig sein. Schauen wir auch mal auf den deutschen Markt, auch dort ein Rückgang von 8,6%. Das heißt aber für die Kunden doch wiederum vielleicht, die Rabattschlacht dürfte weitergehen? Die Rabattschlacht geht weiter. Wir haben die höchsten Rabatte, seit wir Rabatte messen. Das ist seit über 7 Jahren. Und selbst Neuwagen wie etwa der VW Golf mussten und müssen mit Kundenvorteilen geschützt werden. Also das Autogeschäft in Europa macht überhaupt keinen Spaß, ist sehr, sehr schwer. Und auch Deutschland lassen sich nur Fahrzeuge mit hohen Beigaben, mit hohen Zugaben, mit hohen Rabatten verkaufen. Jetzt haben wir heute Zahlen gesehen von Gramma beispielsweise, Autozulieferer, Umsatz deutlich gestiegen, Ergebnis ein bisschen zurückgegangen. Diese Probleme jetzt auf dem Automarkt werden dann sich auch auf die Zulieferer in Zukunft durchschlagen wahrscheinlich? Bei den Zulieferern ist es so, dass die deutschen Zulieferer mit den Premium-Herstellern, die ja weltweit aufgestellt sind, einigermaßen gut positioniert werden. Man wird natürlich die Euro-Krise und die europäischen Rezessionen im Automarkt spüren, aber man kann es balancieren. Viel schwieriger ist es für mittelständische Zulieferer in Frankreich, in Italien oder in Spanien. Dort rechnen wir damit, dass es ganz große Marktbereinigungen gerade bei mittelständischen Zulieferern gibt. Professor Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen, Dankeschön für die Einschätzungen. Ich bedanke mich.